Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und auch heute bin ich nicht allein. Mein bezaubernder Gast an meiner Seite ist Antje Reschke, Wasserexpertin schlechthin. Also ich habe schon sehr, sehr viel über Wasser, über Antje lernen dürfen und damit auch ihr das lernen dürft, frage ich die Antje diesbezüglich heute aus. Antje, erste und allerwichtigste Frage, wie geht's dir? Mir geht es hervorragend. Ich bin froh, dass du heute da bist und dass ich bei diesem Podcast mit dabei sein darf und bin sehr gespannt, was mich heute erwartet. Ist das dein erster Podcast? Ja. Premiere, ich liebe es. Ich habe schon ein bisschen in der Anmoderation angekündigt, du bist Wasserexpertin. Mhm. Was bitteschön macht eine Wasserexpertin? In erster Linie klärt eine Wasserexpertin zum Thema sauberes Trinkwasser auf. Also es ist ja ein sehr, sehr breites Spektrum. Das geht los natürlich angefangen vom Leitungswasser bis hin zum Flaschenwasser, Quellwasser. Ja, und wir als Trinkwasserexperten, so wie wir uns nennen, klären halt zum Thema Trinkwasser auf, was können wir für uns speziell aber in Bezug auf unsere Gesundheit tun. Mhm. Ja. Wasser und Gesundheit und natürlich auch Ernährung, das sind so meine Steckenpferde aktuell. Ist also nicht so, dass du jetzt irgendwo bei den Stadtwerken engagiert bist und da Wasserproben abnimmst, sondern du bist vorrangig im Privatsektor oder auch Firmenkundensektor unterwegs, wie kann man sich das vorstellen? In erster Linie, das ist aber auch meiner Vergangenheit geschuldet. Ich war schon immer im Bereich Gesundheit unterwegs. Ja. Ich habe einen Vertrieb geleitet für Entgiftungspräparate mit meinem Papa zusammen. Und da sind wir natürlich dann auch entsprechend, haben wir mit Apothekern, Ärzten, Therapeuten, Heilpraktikern zusammengearbeitet und all diese Menschen, die sich halt auch der Naturheilkunde verschrieben haben, sind eben auch dem Thema Wasser eben sehr angetan und ja, und ich eben schon sehr, sehr lange, weil ich finde, das ist alles das grundlegendste Lebensmittel, das reinste Lebensmittel, was uns zur Verfügung steht und dazu muss man einfach aufklären. Mhm. Ja, und meine Kunden sind halt Ärzte, Apotheker, Therapeuten, Fitnesscoaches, ja, wir haben ja auch schon zusammengefunden und natürlich aber auch Privatleute, die sich einfach für sich und ihre Familie für das Thema Wasser interessieren. Es wird ja auch immer präsenter halt auch in den Medien, nicht immer zum Vorteil, also es kommen kaum noch Nachrichten rein von wegen, wir haben das schönste und tollste Wasser hier in Deutschland, im Gegenteil, und dazu klären wir halt auf und ja. Das ist aktuell so mein Aufgabengebiet. Wir sind ja nun hier auch im BGM-Podcast. Mhm. Gibt es denn auch konkret Unternehmen, die sich jetzt hauptsächlich auch wegen des Trinkens für die Mitarbeiter um das Gesundheitsmanagement kümmern? Ganz viel. Das ist ja ein ganz, ganz großer Faktor. Letztendlich müssen wir ja jeden Tag trinken. Wenn wir nicht trinken, sind wir in 3 Tagen halt tot. Und der Unternehmer interessiert sich schon sehr, sehr lange für das Thema Wasser, weil es eben eine grundlegende Sache ist, wenn wir halt uns von Kaffee und Tee ernähren, dann kann es ganz schnell zu irgendwelchen Disbalancen im Körper kommen und Unternehmer, die halt gesundheitsbewusst sind, die stellen eben ihren Mitarbeitern und sich selbst und ihrer Familie eben ein gutes Wasser zur Verfügung. Ja. Inwieweit das aussieht, das muss ja jeder selber entscheiden, aber gerade die sind eben mein Klientel. Mhm. Ja, und dementsprechend habe ich sehr, sehr viel zu tun. Hm. Ja, das Bewusstsein wächst auch halt, ne, aktuell. Ja, wir sind ja nun auch im Bereich Ernährung relativ viel auch in Unternehmen unterwegs. Und da bin ich ja schon froh, wenn die Mitarbeiter selber ja schon sagen, ich trinke Wasser. Das ist ja schon mal die erste Herausforderung, eher weg von Säften, von Softgetränken hin zum Wasser. Idealerweise, wie ist deine Empfehlung? Stilles Wasser, Sprudelwasser? Hm. Wie siehst du das als Wasserexperten? Ich kann immer nur von mir ausgehen, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Und ich weiß, jetzt werde ich wieder einige Buhrufe hören vielleicht, aber es ist tatsächlich so, dass stilles Wasser eigentlich für den Organismus, für den Körper am idealsten ist, weil der Körper dann nicht noch zusätzlich belastet wird. Also alles, was im Wasser drin ist, an Schwebstoffen, an Zusätzen, gehört ins Wasser nicht rein, wenn wir uns denn mal die ursprüngliche Qualität des Wassers anschauen. Ja. Und Quellwasser hat noch nie Kohlensäure gehabt, hat noch nie irgendwelche Geschmacksverstärker oder Geschmäcker gehabt. Wasser war halt Wasser und das war eben still. Und das trinke ich seit ungefähr 20 Jahren und fahre damit sehr, sehr gut.
Ich versuche natürlich auch immer Vorbild zu sein dann halt für meine Kunden, um zu sehen, okay, man kann eben mit natürlichem Wasser auch wirklich was für seine Gesundheit erreichen. Für mich ist immer ganz wichtig, sag ich mal, diese Affirmation mal deutlich zu machen, wir waschen unsere Wäsche mit Wasser, ja, nicht mit Tee und mit Kaffee. Aber der Mensch denkt halt, wir müssen Tee und Kaffee trinken, damit wir halt ernährt sind. Aber das ist Quatsch, meiner Meinung nach. Also jeder darf ja denken, wie er will. Die einen sagen, ja, Tee und Kaffee gehört zu den Flüssigkeiten. Ich sage, das gehört zu den Genussmitteln. Wasser ist in dem Fall die Flüssigkeit, die uns fehlt. Also was ich bei dir auch wirklich sympathisch finde, du hast mich vorhin gefragt, ob ich einen Kaffee möchte. Du bist jetzt nicht der absolute Gesundheitsapostel, der sagt nur, aber du differenzierst schon zwischen Trinken ist für dich Wasser und alles andere ist für dich einfach Genuss. Ein Kaffee kann man mal zwischendurch genießen, genauso wie einen Tee oder vielleicht auch mal einen guten Rotwein. Aber wenn wir vom Trinken, vom eigentlichen Trinken reden, dann ist es ganz klassisch das stille Wasser. Und auch ich sage immer dann, wenn diese Argumentation bei diejenigen, die nur kohlensäurehaltiges Wasser trinken, die versuchen ja dann das auch immer zu rechtfertigen. Ja. Kohlensäure, wie der Name schon sagt, ist halt einfach eine Säure. Und andere Säuren sind ja jetzt auch nicht unbedingt so gut für den Körper. Von daher, das wäre schon mal so der erste Tipp an alle, idealerweise Wasser still. Wasser still, weil Kohlensäure ist eine Säure, die wurde ursprünglich mal dem Wasser hinzugefügt, um die Bakterien dort im Wasser abzutöten, also um mal diese Brücke zu schlagen. Am besten wäre eben halt reines Wasser, genau, also ohne Zusätze, reiner, also ohne Mineralien, ohne Zusätze, ohne Geschmacksverstärker. Das ist eigentlich das Wasser, was wir ursprünglich schon seit Millionen von Jahren halt getrunken haben. Jetzt ist Wasser still ja nicht unbedingt gleich Wasser still. Nein. Kannst du uns dazu etwas sagen? Ja, Wasser still. Also es gibt natürlich unterschiedliche Quellen, die man also für die Wasserentnahme nehmen kann. Also zum einen natürlich das Flaschenwasser und zum anderen das Leitungswasser. Ich bin kein Fan von beidem. Ja, okay. Was trinkst du dann? Das erzähle ich später. It's magic. Ja. Also wir kommen mal zum Leitungswasser. Man sagt ja immer, Leitungswasser ist das bestgetestete Lebensmittel überhaupt. Ja. Das ist schon mal richtig. Okay. Da würde ich jetzt auch gar nicht gegensprechen. Nur wir haben ein grundlegendes Problem mit dem Wachsen der Weltbevölkerung. Wir waren vor 200 Jahren ungefähr noch 1 Milliarde Menschen auf dem Planeten. Jetzt nach 200 Jahren, also 2019, wurde wieder eine Statistik gemacht, waren wir 7,75 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Das heißt, wir haben uns exorbitant vermehrt und dementsprechend kamen auch halt die Probleme. Sprich Massentierhaltung, Medikamenteneinnahmen, dann natürlich auch die Bewirtschaftung der Böden in der Landwirtschaft und all diese Dinge führen halt dazu, dass unser Grundwasser verschmutzt wird. Ja, also Massentierhaltung weiß jeder, da entsteht Nitrit, Nitrat, also erst Nitrat, dann Nitrit und Nitrit ist nachher im Körper, wird umgewandelt zu Nitrosamine, ist halt krebserregend. Und wenn wir wissen, dass wir halt aktuell viel Massentierhaltung betreiben, kann man sich dann ausrechnen, dass es eben halt auch nicht gut ist für unser Grundwasser. So sieht es zum Beispiel auch mit der Medikamenteneinnahme aus. Wenn wir zum Arzt gehen, bekommen ungefähr 80% der Menschen irgendein Medikament verschrieben vom Arzt. Die wollen ja, dass es einem schnell gut geht. Ist ja auch in Ordnung. Aber diese Medikamente werden halt über den körperlichen Stoffwechsel ausgeschieden, über den Urin wieder in den Wasserkreislauf gebracht. Und wir können diese Medikamentenrückstände nicht abbauen. Jedenfalls nicht über die Filter, die uns unsere Wasserwerke zur Verfügung stellen. Okay. Das heißt, die landen definitiv im Trinkwasser und können nicht rausgefiltert werden. Die nehmen wir wieder auf. Bei einer Frau zum Beispiel, angenommen, wir gehen zum Frauenarzt, wir bekommen die Pille verschrieben. Ich möchte nicht wissen, wie viele Frauen tatsächlich die Pille bekommen. Die Hormone landen im Trinkwasser und landen. Das kann vielleicht ein erwachsener Mensch ganz gut verarbeiten, aber du bist gerade Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch übrigens nochmal. Vielen Dank. Ja, deswegen ist es ganz toll wichtig, dass gerade die Kinder, die jetzt zum Beispiel Tee gekocht bekommen oder aber die Muttermilch der Mutter aufnehmen, dass die
reine Flüssigkeiten zu sich also zufügen halt. Ne? Und das geht eben nicht über das aktuelle Leitungswasser. Wir haben 30.000 wasserlösliche Schadstoffe im Leitungswasser. Davon werden um die 30 Stoffe tatsächlich regelmäßig getestet. Also angenommen 3, 4, 5 Mal im Jahr. Das ist ja schön. Es werden die Stoffe getestet, aber das hat ja noch lange nichts, es besagt nichts in Bezug auf die Qualität des Trinkwassers. Mhm. Das Trinkwasser bleibt trotzdem belastet, ja. Und die Medikamentenrückstände zum Beispiel werden nicht getestet. Mhm. Das ist ein großes Problem. Ich kann praktisch nur das aufnehmen, was ich auch wirklich teste. Und auch dann ist ja die große Frage, wenn ich Richtwerte vorgebe, wer bestimmt diese Richtwerte? Das ist ja dann auch der nächste Punkt. Genau. Gut, das bedeutet, Trinkwasser, man stirbt nicht gleich, wenn man aus dem Wasserhahn Leitungswasser trinkt. Die Gift macht das Die Dosis macht das Gift. So rum. Genau. Wie sieht es denn jetzt aus mit Flaschenwasser? Ja, beim Flaschenwasser ist es so, da gibt es schon gute Qualitäten. Mhm. Ne? Es gibt ja diese artesischen Quellen, die dann abgefüllt werden. Und wir empfehlen auch in unseren Vorträgen dann immer spezielle Wässer, zum Beispiel das Plosewasser oder das Lauretanerwasser. Das kommt ja aus dem Südtirol, quasi direkt von der Quelle. Nun ist es aber so, dass wenn wir jetzt mal auf die Testverfahren eingehen, das Leitungswasser wird regelmäßig getestet von den Stadtwerken oder von den Wasserwerken. Die Flaschenwasser, die gehören ja meistens zu einem Privatunternehmen. Mhm. Und wenn die ein Flaschenwasser auf den Markt bringen, dann testen das ein einziges Mal und dann nie wieder. Okay. Und dann müssen die spezielle Regelungen einhalten. Es werden nur 15 Stoffe getestet, oder 16, 15 oder 16 Stoffe, im Gegensatz vorher zu 32 zum Leitungswasser, dann aber nur ein einziges Mal. Was bedeutet das? Du hast jetzt eine Quelle auf deinem Hof. Du möchtest gerne dort Wasser abfüllen, möchtest das in den Markt bringen, dann kommen die Behörden und sagen, jawohl, die Sachen müssen getestet werden, alles klar, entspricht auch alles der Norm. Aber wenn dann ein paar Meter später weiter eventuell eine Schweinemastanlage installiert wird und dann das Grundwasser eventuell verschmutzt, da kriegt kein Hahn mehr nach. Mhm. Ja, und das sind so diese Ungereimtheiten, wo ich sage, wir sind von der Wasserwirtschaft abhängig, wir als einzelner Mensch. Ja, und dafür sind wir da, dass wir sagen, wir haben mehrere Möglichkeiten, euch aufzuzeigen, wie ihr unabhängig davon werdet. Wie ihr unabhängig von der Qualität des Wassers werdet und unabhängig von den Kosten. Denn wenn man mal so sieht, ich brauche nur auf Nestle und Coca-Cola hinweisen, die kaufen in der ganzen Welt irgendwelche Brunnen auf. Das heißt, die nehmen den Menschen halt das Wasser weg, um es dann teuer zu verkaufen. Wir wissen nicht, wie sich der Preis entwickelt in den nächsten Jahren, wenn wir unser Wolwig trinken oder unser Güstrower Schlossquell hier von nebenan. Da weiß kein Mensch, wie sich die Preise in den nächsten 10 Jahren verhalten. Und so, wenn man halt andere Lösungen anbietet, kann man, ja, schaut man einfach mal, dass man der Sache entgeht. Okay. Wie bist du denn Wasserexpertin geworden? Woher hast du dein Wissen? Weil man wacht ja nicht morgens auf und sagt so, jetzt bin ich Wasserexpertin, sondern das entwickelt sich ja sicherlich. Das ist nur ein Auszug von meinen Büchern. Ja. Hast du auch ganz klare Buchempfehlungen? Würde ich dann auch alles entsprechend in die Shownotes verlinken. Wer da entsprechend Interesse hat, kann man da auch gerne nochmal nachlesen. Genau, da steht auch alles auf meiner Webseite drauf. Die werde ich nachher auch nochmal kurz durchgeben. Genau. Wie bin ich Wasserexpertin geworden? Also wie gesagt, ich habe mich schon immer für das Thema Wasser oder erstmal für Gesundheit interessiert. Und Gesundheit ist ja ein weit gefächerter Begriff. Mhm. Du kennst dich super mit Sport aus und alles, was dazugehört. Ich kenne mich mit Wasser aus. Meine Mutter ist Ernährungsexpertin zu dem Thema. Also es gibt immer Leute, die einen Puzzleteil total gut beherrschen. Und ich habe mir eben mehrere Puzzleteile über die Jahre so zusammengesucht und bin beim Thema Wasser hängen geblieben, ganz einfach, weil es eben so grundlegend ist und weil ich auch irgendwann dann nachher eine Familie gegründet habe, da war es mir besonders wichtig. Meine ganze Familie hat davon sogar profitiert. Ja. Ja, und irgendwann ist das Thema dann einfach immer mehr präsenter geworden und eigentlich habe ich das meiner Freundin Jacqueline zu verdanken, dass ich da so tief eingestiegen bin, weil sie immer und immer wieder dran geblieben ist und gesagt hat, Mensch, und so eine wie dich können wir gebrauchen bei uns im Team und das ist ein tolles Thema und ja, seit 3 Jahren ungefähr, 2,5 Jahren mache ich das hauptberuflich, bin aber so seit 5 Jahren im Thema drin. Mhm. Genau. Und seitdem kann man halt meine Vorträge buchen und ja, bin dann halt bereit, um zu dem Thema aufzuklären. Die auch übrigens sehr, sehr interessant sind. Ach ja. Ich war schon auf
3, 2, 3, also ja, auf jeden Fall selbst mehrfach dabei sein lohnt sich. Vor allem, weil man auch viele Zahlen, Daten und Fakten bei dir bekommt. Warum ist denn jetzt Wasser genau im Körper so wichtig und vor allem, was muss ich dabei berücksichtigen, wie viel muss ich trinken, da sind ja auch die Meinungen sehr, sehr unterschiedlich. Da gehe ich mal wieder ein paar Millionen Jahre zurück. Also wie gesagt, wir existieren ja schon ein paar Millionen Jahre und wir haben uns meistens von Wasser, von Quellwasser oder Seewasser ernährt, beziehungsweise haben das Wasser getrunken. Und das hat natürlich dann auch entsprechend an Qualität dann irgendwann nachgelassen aufgrund der bekannten Gründe. Wenn ich jetzt für mich und meine Familie das, also den Aspekt Gesundheit betrachte und Wasser trinken möchte, dann gibt es erstmal die Quantität, die im Vordergrund steht. Also es nützt mir nichts, wenn ich das tollste Zauberwasser habe und davon einen Fingerhut trinke am Tage. Also brauche ich schon eine Faustformel und die besagt 30 Milliliter Wasser, am besten reines Wasser, zellverfügbares Wasser pro Kilogramm. Okay. Jetzt mache ich was, was Frauen sonst nicht machen. Ich wiege 60 Kilo. Also ich brauche 1,8 Liter reines Wasser am Tage. Das reines Wasser. Reines Wir reden Wasser. Nicht von kein, Tee, kein Kaffee, genau. Keine Milch, Wasser. Richtig, genau. Still. Wenn wirklich still. Ja, und das mache ich seit 5 Jahren und fühle mich damit sehr, sehr, sehr wohl. 1,8 Liter reichen bei mir nicht. Ja. Also ich trinke mindestens 2 bis 2,5, wenn im Sommer nicht sogar 3 Liter Wasser. Mhm. Ja, das ist für mich überhaupt kein Problem, weil wenn es richtiges, sauberes Wasser ist, was der Körper aufnehmen kann, dann sind auch 3 Liter Wasser kein Problem. Ja, manche werden jetzt sicherlich mit den Augen rollen und sagen, um Gottes Willen, wie soll ich das schaffen? Wenn man das richtige Wasser hat, der Körper spürt das, der hat eine Sperre im Körper, der sagt dir genau, okay, das Wasser ist für dich gut, das Wasser ist für dich weniger gut, das passt oder das passt nicht. Und dementsprechend kannst du auch genug trinken. Und dann kommt es natürlich aber auch auf die Qualität drauf an. Ja, und da spreche ich immer davon, ein Wasser darf nicht gesättigt sein. Das heißt, also reines Wasser, destilliertes Wasser, auch dazu erzähle ich gleich nochmal was, reines destilliertes Wasser hat keine Schwebstoffe, ist also nicht leitfähig, stromleitfähig. Also nur Wasser mit Schwebteilen drin, mit Ionen drin, leiten Strom. Okay. Und da gibt es eine Maßeinheit, Mikrosiemens nennt sich die, die besagt, ob ein Wasser stromleitfähig ist und wie hoch und ja, wenn halt nicht, dann nicht. Und wir brauchen für unseren Körper nicht gesättigtes Wasser, also ungesättigtes Wasser, weil nur durch das ungesättigte Wasser hat das Wassermolekül die Möglichkeit, Giftstoffe im Körper zu lösen und abzutransportieren, weil das ist eigentlich die Hauptaufgabe von Wasser. Wasser lösen, also Giftstoffe im Körper lösen und abzutransportieren. Ja, das macht natürlich auch noch viele andere Sachen. Es kurbelt den Stoffwechsel an. Es stellt das Verhältnis her von Säure und Basen im Körper her halt. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel übersäuert ist durch Stress, durch falsche Ernährung oder aber ja, durch viele andere Faktoren, dann ist der Körper vermüllt. Die Säuren lassen dann irgendwelche Entzündungsherde im Körper entstehen und sorgen dafür, dass wir uns halt nicht wohlfühlen und dass vielleicht auch Krankheiten entstehen. Aber wenn wir halt den Körper ordentlich spülen, und wir haben ja 70 Billionen Zellen in uns, wir sind also ein Zellhaufen, dieser Zellhaufen muss versorgt werden mit frischem, klarem, reinem, strukturierten Wasser. Und wenn wir das nicht machen, dann vermüllt unser Körper. Dann heißt es, es bilden sich überall Ablagerungen im Körper. Und das kann unterschiedlichster Art sein. Also das ist, Wasser hat die Hauptaufgabe und die ist halt, Giftstoffe im Körper zu lösen und abzutransportieren. Okay. Mehr eigentlich nicht. Das ist, alles andere ist Nebenschauplatz. So, und warum gibt es jetzt, du sagst, es sollte möglichst wenig im Wasser drin sein? Ja. Und überall im Laden gibt es Mineralwasser mit ja. vielen Mineralien zu kaufen? Ja. Wie kann das sein? Das ist so ein bisschen abgeleitet von der Werbeindustrie, würde ich sagen. Okay. Wir brauchen natürlich Wasser, was unsere Zellen flutet, und wir brauchen Mineralien, um eben ernährt zu sein. Jetzt haben wir aber ein Problem. Und da zitiere ich einfach mal den Dr. Norman Walker, der die Dampfdestillation erfunden hat. Und der sagt ganz klar, das lese ich ganz gerne mal vor, weil dann habe ich es nicht gesagt, sondern der Dr. Norman Walker, der ja auch nicht mehr lebt, Gott hab ihn selig. Mineralien im normalen, natürlichen Wasser sind viel zu grobteilig und haben keine Lebenskraft. Ja? Sie sind von anorganischer Qualität und sind für die Bedürfnisse der Zelle ungeeignet. Deshalb weisen die Zellen sie zurück. Im Laufe der Zeit erfolgt durch die Zurückweisung eine überraschend hohe Ansammlung abgelagerter Mineralien, die nicht
mehr und nicht weniger Abfall sind. Das bedeutet, ich habe das nochmal auch in anderen Büchern nachgelesen, Wasser mit Mineralien ist deswegen nicht gut, weil sie den Körper halt, das Wasser belastet den Körper, also hauptsächlich die Mineralien. Und der Körper kann nur 5-10% von diesen Mineralien im Körper aufnehmen. Okay. Alle anderen werden abgelagert. Du produzierst lediglich einen teuren Urin. Ja, nicht nur das. Die Mineralien lagern sich im Körper ab und können dann zu Problemen führen. Ich habe eine gute Bekannte und auch eine Kundin, die hat über Jahre ein Wasser getrunken aus dem Handel. Ich erwähne das jetzt einfach mal. Das ist das staatlich Fachin. Eigentlich ein Arzneimittel. Und dieses Arzneimittel dürfte normalerweise nur in Apotheken verkauft werden. Und da steht auch drauf, bitte trinken Sie das Wasser nur 2-3 Wochen lang. Mhm. Ja, Heilwasser, sein Heilwasser. Sie hat es aber über Jahre getrunken und hat sich gewundert, warum sie Bluthochdruck bekommen hat. Okay. Da könnte man sich ja jetzt vorstellen, wie das zustande gekommen ist, ja, weil einfach diese Mineralien im Körper abgelagert wurden. Seitdem sie zellverfügbares Wasser trinkt, hat sie das Problem mit dem Blutdruck halt nicht mehr. Mhm. Ja, deswegen muss man immer darauf achten, dass das Wasser so ungesättigt wie möglich ist. Und laut Trinkwasserverordnung haben wir aktuell einen Mikrosiemenswert, der in Deutschland erlaubt ist, von 2790 Mikrosiemens. Mhm. Mikrosiemens. Das bedeutet, dieser Wert ist eigentlich viel zu hoch. Ja. Wie hoch soll der sein? Normalerweise unter 130 Mikrosiemens. Und wir haben fast 3000 erlaubt. Wir haben fast 3000 erlaubt. Genau, also hier in Tetro haben wir ungefähr 600 Mikrosiemens, 650, kann ich ja nachher nochmal zeigen. Aber es kommt immer auf die Leitfähigkeit drauf an. Ja. Weil, wenn das Wasser leer ist, hat es die Möglichkeit, ganz viel Giftstoffe aufzunehmen und abzutransportieren. Ist es schon belegt, ist das Wassermolekül schon belegt, haben wir ein Problem. Dann muss im Grunde der Körper einen ganz hohen Energieaufwand aufbringen, um eben das Wasser zellverfügbar zu machen. Mhm. Und das der Körper filtert das, ja, das Wasser. Und die Mineralien bleiben halt zurück und die sammeln sich dann eben im Körper an. Und werden, wenn man jung ist, werden sie noch ausgeschieden. Wenn man älter wird, nicht mehr. Mhm. Dann hat man nachher irgendwann ein Problem. Deswegen ist es immer wichtig, ein Wasser muss leer sein. Wie das Regenwasser. Das zum Beispiel wäre eigentlich das Beste. Und man sieht es ja auch häufig an der Tierwelt. Man stellt dem Hund das saubere, frische Leitungswasser hin und er nimmt lieber die Pfütze daneben. Genau, richtig. Wo ich dann immer, früher habe ich das ja nicht gewusst. Also meine Eltern hatten auch einen Hund und dann bin ich mit dem spazieren gegangen und der hat immer aus den Pfützen geschlappert, wo ich gesagt habe, wir haben doch klares, sauberes Wasser zu Hause. Nein, die wissen ganz genau, was los ist. Die haben hier so eine Mikrosiemens-Einheit in der Schnauze eingebaut. Ne? Ja. Die wissen genau, was los ist. Und warum gießen wir unseren Garten mit Regenwasser? Ja. Ja, weil Regenwasser ein destilliertes Wasser ist, von der Natur destilliert. Das heißt, Wasserdampf steigt nach oben, lässt den Dreck am Boden und kommt als Schnee, Hagel oder Regen eben wieder runter. Mhm. Und diese Flüssigkeit hat halt ungefähr, naja, einen Mikrosiemenswert von 20. Mhm. Das ist ideal für uns. Mhm. Und dadurch, dass das Wasser dann auch noch mit einem Schwung auf die Erde prallt und unten landet und in 1000 Wassercluster zerteilt wird, und ich habe hier auch noch ganz tolle Bilder, die das eben auch entsprechend aufzeigen, so muss ein Wasserkristall aussehen, wenn das Wasser gesund ist. Die werden wir dann entsprechend einblenden. Genau, die blenden wir ein. So muss ein Wasser aussehen. Dann hat man noch eine entsprechende Energie drauf. Ja. Also japanische Forscher, die überlegen gerade, ob sie nicht vielleicht diesen Wasserfall, halt, wenn es regnet, nutzen, um eben entsprechend Energie zu produzieren. Mhm. Ja, weil Wasser hat 40 Anomalitäten. Okay. Wasser dehnt sich zum Beispiel bei Minusgraden aus. Mhm. Ja, und dann zieht es sich wieder zusammen, wenn eben die entsprechende Temperatur gegen Null wieder erreicht ist. Mhm. Das gibt es in der Natur nicht. Also es können sich manche Wissenschaftler nicht erklären, wozu Wasser so imstande ist. Okay. Mhm. Jetzt weiß ich ja, wo der Mikrosiemenswert sein müsste, aber wie kriege ich denn zu Hause raus, welchen Mikrosiemenswert denn jetzt mein Leitungswasser oder mein eingekauftes Wasser oder was auch immer auch wirklich hat? Also zum einen halte ich ja Vorträge. Ja. Ja, also kann derjenige sein Wasser mit zu meinem Vortrag bringen und dann würde ich das Wasser entsprechend messen. Und dafür gibt es Mikrosiemens-Messgeräte. Ja. Preisliche Lage von 30 bis 120 und weiter nach oben sind natürlich nie Grenzen gesetzt. Also mein Messgerät hat ungefähr 120 € gekostet. Das ist aber schon ziemlich gut und geeicht.
Und ja, entweder kann man PPM messen, also Parts pro Million. Okay. Das kann man sich dann vielleicht auch noch besser vorstellen. Man hat eben so und so viele Parts, Partikel pro Million halt in einem Wasserglas drin. Oder aber man sagt Mikrosiemens und das muss man dann durch oder mal 2,5 rechnen. Ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall gibt es diese beiden Maßeinheiten. Mhm. Wichtig ist einfach, dass man weiß, die Zelle an sich, das hat ein interessanter Hydrologe herausgefunden, und zwar der Professor Raison von der Universität Paris, der ganz viele Forschungen in Sachen Wasser betrieben hat. Und der hat herausgefunden, dass unser Zellwasser in der ganz normalen Körperzelle eine Mikrosiemens-Einheit von 130 hat. Und alles, was da drunter ist, ist gut für den Austausch, ne, von wegen Wasser und Giftstoffe. Und alles, was drüber ist, dann muss das Wasser erstmal vom Körper gefiltert werden. Ja, das kann also nicht sofort vom Körper aufgenommen werden, das Wasser. Wir sprechen immer über zellgängiges Wasser. Und wenn zellgängiges Wasser verfügbar sein muss, dann brauchen wir eben 130, also unter 130, besser noch unter 90 Mikrosiemens. Okay. Wie kriege ich so ein Wasser? Wie kriegt man so ein Wasser? Man kann zum Beispiel Regenwasser auffüllen, also auffangen. Das kann man nämlich heutzutage nicht mehr wirklich trinken, ja, weil die Umweltbelastungen einfach zu hoch geworden sind. Aber es gibt in Deutschland und auch in Österreich, in der Schweiz ganz tolle Anbieter von Wasseraufbereitungsanlagen, die im Grunde das Wasser in erster Linie Osmose filtern. Das bedeutet, die Wassermoleküle werden mit Druck durch Membran gepresst, wo im Grunde der Dreck außen hängen bleibt und unten das reine Wasser rauskommt. Mhm. Das ist schon mal so der erste Schritt, den man machen kann, um eben für sich und seine Familie vernünftiges Wasser zur Verfügung zu stellen. Jetzt muss man aber wissen, dass durch diesen Druck 8-9 Bar ungefähr die Wassermoleküle, die Cluster kaputt gehen. Mhm. Ja, das heißt, wir brauchen aber eine Ordnung im Wasser. Und diese Ordnung im Wasser hat ja erstmalig Masaru Emoto bildlich dargestellt. Ich habe hier auch zwei Bilder hängen, die können wir ja auch gerne nochmal einblenden. Ja. So muss ein Wasserkristall aussehen. So sieht das Wasserkristall aber nicht aus, wenn wir das quasi mit Druck durch diese Membran pressen. Danach ist das Wassermolekül zerstört. Und das kann man aber danach wieder herstellen, indem man es strukturiert und wieder aktiviert. Und das ist eigentlich auch, Osmose kann so gut wie jeder, das ist wichtig, ja, um das Wasser im Vorfeld zu reinigen von all den Schadstoffen wie Nitrit, Nitrat, Bakterien, Viren und so weiter. Also von dem Dreck, der halt im Wasser drin ist, von Medikamentenrückständen. Wichtig ist aber auch, was man danach im Wasser wieder macht, weil das Wassercluster, die Moleküle sind kaputt, die muss man wieder herstellen und das kriegt man halt durch die Aktivierung und Strukturierung wieder hin. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die man dann auch im Vortrag dann halt erfährt. Wichtig ist einfach, dass man eben diesen Zustand des da auf dem Foto dargestellten Wassermoleküls halt wieder erreicht. Ja. Und dann hat man auch eine Zellgängigkeit fürs Wasser. Dieses Wassermolekül muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine perfekte Schneeflocke. Genau. Die einfach so... Die hat eine hexagonale Struktur mit sechs entsprechenden schönen Enden und die sehen aber immer wieder anders aus und so. Ja. Warum kann ich denn, weil du ja vorhin auch das Wort destilliertes Wasser im Mund genommen hast, warum kann ich denn nicht einfach aus dem Baumarkt so ein 10 Liter Kanister destilliertes Wasser kaufen und trinken? Ja, genau. Das unterscheidet natürlich einmal natürliches destilliertes, hergestelltes destilliertes Wasser oder aber chemisch destilliertes Wasser. Ja, und das, was es im Baumarkt gibt für die Autobatterie, die man ja früher auch ganz normal in die Autobatterie vom Trabi kippen konnte, ohne dass man einen Schlag bekommen hat, deswegen ne, die Stromleitfähigkeit, das sollte man nicht trinken. Aber man kann zum Beispiel Regenwasser trinken, weil es ist ja natürlich destilliert. Und jetzt nochmal, um nochmal so ein Ammenmärchen auszuhebeln, immer wenn ich mal wieder einen Vortrag halte, bei einem Pflegedienst oder in einer Therapeutenpraxis, den Leuten wird immer noch heutzutage in der Ausbildung suggeriert, dass ein destilliertes Wasser schlecht für die Gesundheit ist. Man könnte man dran sterben. Mhm. Das liegt daran, dass sie irgendwann mal am Anfang des 19. Jahrhunderts mal ein Experiment gemacht haben mit einem Einzeller. Ja, also dass im Grunde dem Einzeller destilliertes Wasser zugefügt wurde und durch die Osmose hat natürlich dieser Einzeller das Wasser aufgesaugt und ist geplatzt. Also der Einzeller ist geplatzt. Und jetzt denkt man, der ganze Mensch platzt und stirbt dadurch. Aber wir bestehen ja aus 70 Billionen Zellen. Das ist ja ein geschlossener Kreis. Und deswegen ist das das größte Ammenmärchen in Bezug auf das Wasser.
Ja. Also es gibt zum Beispiel ganz, ganz viele Sportler auf der Sporthochschule Köln, die trinken über Jahre schon destilliertes, also natürlich destilliertes Wasser. Und das ist für die der absolute Clou. Das bringt nochmal so richtig die Mitochondrien in Fahrt, weil da wird richtig, da werden unsere Lampen in die Mitochondrien angezündet, ne? Also Zellkraftwerke in den Zellen halt. Mhm. Mhm. Kannst du denn irgendwie so Veränderungen, Erfolgsgeschichten mal präsentieren von Kundinnen oder vielleicht auch von dir selber, wo du sagst, da wurde einfach mal umgestellt von einer, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher-Ernährung oder Getränke, ne, wo eben Kaffee, Tee, Softgetränke, Wasser ganz normal vielleicht auf der Tagesordnung stand. Ja. Und was dann passiert ist mit dem? Ja. Andreas, Yvonne, verzeiht es mir, aber ich nenne jetzt mal eure Namen, also es sind Freunde von mir. Ja. Yvonne war immer sehr, sehr skeptisch, sehr gesundheitsbewusst, aber sehr skeptisch. Sie kam dann irgendwann mal auf einen Vortrag zu mir in Potsdam und habe ich gesagt, so, ich möchte, dass du dir das wenigstens mal anhörst. Du kannst immer noch sagen, Antje, das, was du da erzählt hast, das kannst du voll vergessen, ich mache mein Ding weiter. Das Endresultat war ja, sie war auf dem Vortrag und hat wohl danach mit ihrem Mann nur noch über das Thema Wasser gesprochen. Es war nur noch präsent. Ich habe mich so gefreut, weil ich bin da über Jahre mit dieser blauen Flasche rein und raus und wieder rein und wieder raus, dass ich schon belächelt wurde. Ja. Was hat sich innerhalb der Familie getan? Die haben zwei Kinder. Er ist im Außendienst und sie hat viele Allergien gehabt. Und sie hat mir jetzt nach anderthalb Jahren gesagt, dass sie die Allergiezeit ohne Probleme überstanden hat. Ja, ihr Mann hat insgesamt mit Ernährungsberatung und Ernährungsumstellung über 20 Kilo verloren. Mhm. Ist jetzt wieder in der Lage, Sport zu machen. Also da hat sich richtig was getan. Okay. Und die Freunde, die dann da immer hinkommen, von den beiden Kindern, die sagen immer, dürfen wir mal das Zauberwasser trinken? Ja. Und das ist so, da geht einem das Herz auf. Ja? Mhm. Was auch mal lustig ist, wenn ich auf Vorträgen bin und die Männer so da sitzen. Mhm. Ja, schön verschränkt, ich will davon nichts wissen. Wenn da oben keine Schaumkrone drauf ist, trinke ich dieses Wasser nicht. Ja. Und immer wieder erlebe ich das, dass ich dann, ich habe dann manchmal auch schon Hoffnung und mal verloren, aber nein, dann später erfahre ich dann doch, derjenige trinkt dann tatsächlich seitdem Wasser, seitdem ich da gewesen bin. Und das reicht mir dann schon. Das ist für mich dann schon mal eine tolle Sache, dass ich weiß, dass das, was ich da erzählt habe, ist auch wirklich angekommen bei den Leuten. Und das macht ihnen halt Spaß. Und wenn es dann auch noch das richtige Wasser ist, wichtig ist erstmal, dass sie Wasser trinken. Mhm. Ja, es gibt so viele Kinder, die trinken nichts anderes als die Süßgetränke, da ist lauter Zucker drin. Das braucht kein Mensch. Wir brauchen keinen künstlich hergestellten Zucker. Den können wir aus dem Apfel oder aus einer Birne genauso gut generieren wie halt aus natürlichen Substanzen. Ja. Aber das erlebe ich eben immer wieder. Und meine Tochter zum Beispiel, auf die bin ich auch sehr stolz, mein Schatz, die fährt zum Zelten mit einer 5 Liter blauen Flasche. Sie sagt, Mama, ich brauche das ja für Zähneputzen, aber auch natürlich zum Trinken. Ne? Also die geht mit bestem Beispiel voran und ich bin da mal sehr, 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 sehr stolz auf mein Kind. Genau. Blaue Flasche ist das Stichwort. Warum blaue Flasche? Ja, diese blaue Farbe hält die UV-Strahlen ab und lässt das Wasser eigentlich frischer bleiben in der Flasche. Ne? Wichtig ist halt, dass die Aktivierung in der Flasche erhalten bleibt. Da haben wir dann auch nochmal den Unterschied zu Flaschenwasser, die abgefüllt werden, wie zum Beispiel Lauretana und Plose, was ich in den Vorträgen immer empfehle. Die beiden Wässer haben, sag ich mal, einen Mikrosiemens von 20 bis 40, also auch sehr zellgängig. Da fehlt allerdings die Energie, weil das Wasser dann irgendwann abgefüllt wurde. Das steht dann in der Flasche und ist dann auch manchmal über ein Jahr haltbar. Ja. Man hat zwar dann die Reinheit des Wassers, aber eben die Aktivität nicht. Okay. Ja. Hast du noch weitere Tipps zum Thema gesundes und richtiges Trinken? Ja. Wir haben ja die Menge schon mal angesprochen. Wir haben gesagt, still statt Sprudel. Idealerweise aufbereitet. Gibt es in Sachen Aufbereitung, wir hatten die Osmose angesprochen, gibt es da noch weitere Tipps, die zu berücksichtigen sind? Wie sieht es aus mit solchen Wasserfiltern, die es auch gibt? Ja, also wie gesagt, der Markt ist sehr, sehr groß und es gibt unsagbar viele gute Anbieter und die unterscheiden sich auch sehr in den Preisen. Da muss man halt sehen, was einem selbst zusagt. Also es gibt Menschen, die sagen, ich kaufe mir doch keine Anlage für so und so viel Geld, dann hole ich mir lieber aus dem
Biomarkt mein Plose- und Lauretanerwasser. Das ist auch völlig in Ordnung. Das kann jeder so machen, wie er es möchte, spätestens wenn er dann irgendwann mit dem Rücken kriegt. Ne? Ich sage immer so, wenn Sie denn das nächste Mal wieder Ihre Plose, Ihren Plosekasten anheben und es zwickt im Rücken, dann melden Sie sich bei mir. Ne? Ja. Ja, also allein die Geschichte mit der Wirtschaftlichkeit ist natürlich, die man auch nicht verachten sollte, weil wenn man ständig Flaschen kauft und diese Flaschen kommen dann auch noch aus Italien, ja, sollte man sich fragen, ist das umweltbewusst? Ich brauche mich das nicht fragen, weil ich hole mein Wasser direkt aus dem Leitungsnetz quasi und bereite das dann entsprechend auf. Aber das ist auch ein Wirtschaftsfaktor natürlich. Und wenn man teures Wasser trinkt, dann kann das mal locker im Monat schon mal für eine einzelne Person über 70 Euro kosten. Ja, wenn wir jetzt Plose oder Lauretaner Wasser trinken. Ja. Wobei wir, sag ich mal, bei 50 Euro im Monat schon vielleicht für drei, vier Jahre, wenn man das jetzt mal in Raten abstottern würde, hatte man schon ein richtig gutes Wasser dann direkt zu Hause und kann so viel Wasser trinken, wie einem beliebt. Man kann die ganze Familie versorgen, man kann sogar die Nachbarn versorgen oder aber den Hund, Katze, Maus, Blumen gießen, Fenster putzen, alles. Ich mache damit alles. Mhm. Also ich brauche am Tag 5 Liter, 5 Liter Wasser, weil ich damit alles mache. Okay. Du bist selbst unabhängige Wasserberaterin. Mhm. Also auch alle Marken, die jetzt hier genannt wurden, sind nicht irgendwelche, weil du mit denen Werbeverträge hast. Also das ist in dem Sinne unbezahlte Werbung, die wir hier aussprechen, einfach als Empfehlung. Gerne. Bedeutet, wenn ich jetzt selber sage, Mensch, das hat mich überzeugt, ich will da was ändern, wie erreiche ich dich, wie stehst du mir zur Verfügung, was kannst du mir bieten? Ja. Als allererstes würde ich sagen, darf sich jeder mal gerne auf meine Webseite tummeln, auf meiner Webseite tummeln, und zwar unter www.antje-reschke.de. Mhm. Dort steht erstmal meine Agenda, wer bin ich, was mache ich, dann natürlich auch ein paar Medienberichte entsprechend zum Thema Wasser, also was jetzt aktuell noch schief läuft hier in Deutschland und weltweit. Ja. Dann natürlich ein paar Literaturhinweise, die ganz doll wichtig sind, weil man muss einfach davon ausgehen, Wasser ist unser Betriebsstoff Nummer 1. Das ist mit das Wichtigste, was wir in uns reinkippen, und zwar bewusst. Also wir atmen zum Beispiel unbewusst am Tage, ich weiß nicht wie viel, 14.000 Mal ein und aus. Ja. Aber Wasser müssen wir bewusst in uns hineinkippen. Mhm. Und das ist halt ein Prozess, den macht man in der Familie dann halt durch. Genau. Und um diesen Prozess zu erweitern und das Bewusstsein zu erweitern, kann sich dann derjenige welche bei mir melden. Mhm. Dann wird ein Termin ausgemacht für das Erstgespräch. Dann bringe ich vielleicht auch schon mal ein bisschen Wasser mit zum Probieren. Und dann schauen wir einfach weiter, wie wir zusammenkommen. Ja, also in der Regel ist es so, dass wenn ich mit Ärzten zusammenarbeite, dann schule ich meistens immer erst deren Personal. Mhm. Und dann geht es dann nachher weiter auch in Sachen interessierte Patienten zum Beispiel. Ne? Weil viele, viele Menschen aktuell wirklich viele Probleme haben. Ach, da wollte ich noch mal ganz kurz was zu dem Thema Dr. Vatmandelic erzählen. Sie sind nicht krank, sie sind durstig. Heilung von innen mit Wasser. Ist sehr interessant, dieser Dr. Vatmandelic, der sagt, der hat eigene Studien gemacht zum Thema Wasser, der sagt, dass 85% aller Zivilisationserkrankungen gemildert werden könnten, wenn wir einfach genügend Wasser trinken würden. Ja. Ja? Und das sind so halt die Punkte, die ich dann mit meinen Kunden dann halt durchgehe, und dann schauen wir, wie wir dann diesen Tag oder diese anderthalb Stunden Vortrag dann entsprechend gestalten können. Es wird sehr kurzweilig. Ja, kann ich bestätigen. Mein längster Vortrag dauerte 3 Stunden, aber auch nur, weil die Leute sehr interessiert waren und nicht gegangen sind. Ja. Da musste ich dann nachher schon die Gitarre in die Hand nehmen und sagen, also es gibt ja so ein spezielles Lied, Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Dann haben sie es begriffen, ja. Und das nur mit Wasser. Das hätte ich auch wirklich auch nicht für möglich gehalten. Ja, und dann schaut man einfach, also wenn es natürlich jetzt, ich habe auch schon Personalschulungen gehalten, die haben 43 oder 45 Minuten, dauerten die halt nur, weil nicht mehr Zeit zur Verfügung war. Aber das ist eben sehr wichtig, dass wenn man jetzt zum Beispiel so eine Gesamtlösung auf Arbeit installiert oder zu Hause installiert, dass wirklich alle ringsherum wissen, was machen wir da eigentlich? Warum haben wir denn jetzt eine Wasserfilteranlage da installiert? Ja. Und vor allem, wie muss ich damit umgehen? Es gab zum Beispiel eine Frau in der Apotheke, die war angestellt und hat gesagt, ich kann das Wasser nicht trinken, ich kriege Magenbeschwerden. Okay, und dann habe ich gesagt, gut, das kann ja sein, dass dein Magen etwas empfindlich ist. Ja? Dann musst du einfach mal versuchen, weiter zu trinken.
Sie hatte einfach nur Angst vor Schmerzen. Das war aber eben nur der erste Moment, wo sie sich unwohl gefühlt hat. Und dann nach mehreren Tagen habe ich dann nochmal nachgefragt und dann war das Gefühl weg. Also der Körper fängt an, mit diesem Wasser sich komplett neu zu regulieren. Ja. Und macht Spaß, dann zu hören, wie es den Leuten danach und damit geht. Und da finde ich, ist halt auch ein super Ansatzpunkt für den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Ja. Das Thema gesunde Ernährung ist in den Unternehmen schon sehr, sehr präsent. Da gibt es auch häufig Schulungen. Und das Thema Wasser oder überhaupt Trinken, das wird dann gerade so bei Ernährungsseminaren einfach mal so nebenbei mal mit erwähnt. Ach, übrigens, man sollte 2 Liter am Tag trinken und dann ist gut. Und dann ist das Thema Trinken aber auch schon abgehandelt. Mhm. Ich finde es bei dir wirklich spannend, auch mal eine neue Thematik aufzugreifen und auch diese Kombination aus Verhaltens- und Verhältnisprävention. Das heißt, ich kann die Verhältnisse an der Arbeit ändern, indem ich zum Beispiel so eine gute Wasseranlage integriere und aber auch das Verhalten bewusst der Mitarbeiter beeinflusse, indem ich dann eben zusätzlich vielleicht auch noch eine Schulung mit draufsetze, um die Sensibilisierung für das Thema gesundes Trinken einfach auch zu ermöglichen. Man ergänzt sich dann ja auch gegenseitig. Ja? Also wenn der eine tolle Erfahrung damit gemacht hat, dann erzählt er das dem anderen Kollegen. Und so schließt sich dann nachher der Kreis und alle sind schwer begeistert. Ja. Mhm. Nur allein wegen des Themas Wassers. Perfekt. Mhm. Hast du, ich sag mal, einen letzten Rat, einen letzten Tipp oder irgendwelche Infos, die ich dich noch nicht abgefragt habe, so, um so langsam das Ende des Podcasts einzuleiten? Ich kann nur jedem anraten, einfach mal mehr Wasser zu trinken. Nicht mehr Wasser aus dem Meer, sondern einfach mehr von der Quantität her Wasser zu trinken. Ihr dürft mich gerne kontaktieren, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann werden wir einfach sehen, wie wir dann auf einen Nenner kommen. Wichtig ist einfach nur für mich, dass ich erstmal informiere, was kann Wasser tatsächlich im Körper für dich selbst, aber auch für deine Familie tatsächlich bewirken. Und da freue ich mich dann eben auf den Austausch. Super. Perfektes Schlusswort. Besser hätte ich es nicht machen können. In diesem Sinne nur noch einmal kurz der Aufruf, wenn euch das gefallen hat, selbstverständlich wie immer, macht eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Abonniert auch gerne den Kanal auf YouTube. Newsletter haben wir selbstverständlich auch und da habt ihr erstmal genügend To-Dos neben dem stillen Wasser trinken. Ich verabschiede mich wieder von dir und auch natürlich von der gesamten Community. Bleibt gesund und sportfrei.